Moin Leute, mein Name ist Johnny aka Solilet und in diesem Video feiern wir ein Festmahl und schauen uns den Eichhörnchen-Clan an. Der Clan ist aktuell noch einer der jüngsten Clans in Northgard und macht wirklich sehr viel Spaß. Schreib mir doch mal in die Kommentare, was du am Eichhörnchen-Clan so magst. Danach nur noch dranbleiben, um alles über den Clan zu erfahren. Mit dem Eichhörnchen-Clan Ratatöske schauen wir uns neben unserer Ausgangssituation und die Build-Lore und Upgrade-Orders auch noch die Mahlzeiten und zum Schluss das Militär sowie die Stärken und Schwächen des Clans an. Der Clan spielt sich sehr einzigartig und ist im Grunde ein Support-Clan. Er kommt mit 2 Sternen in der Schwierigkeit, 3 Sternen in den Bereichen Wirtschaft und Support und nur 1 Stern für das Militär. Gierig wie ein Eichhörnchen hortet der Clan Ressourcen vom Winter. 2 Monate vom Winter ist die Produktion um 30% erhöht. Das sehen wir auch unten an der Jahreszeitleiste. Dafür verbrauchst du mit dem Clan über den Winter aber auch mehr Ressourcen. Außerdem sammelt der Clan Zutaten zum Kochen. Es gibt 4 verschiedene Zutaten und je nachdem welches Gebiet du besiedelst, sammelt dein Clan andere Zutaten, dazu aber später noch mehr. Bei dem Clan wird die Brauerei durch einen Ofen ersetzt, an dem die Köche einzigartige Mahlzeiten kochen, welche die Buffs geben. Diese Fähigkeit ersetzt aber auch die Festmähler. Dein Kriegsanführer ist Andhrimnir, welcher auch kochen und Zutaten sammeln kann. Das Kochen ermöglicht dir eine neue Siegbedingung und zwar Ratatöskes Sieg. Um Mahlzeiten zuzubereiten, werden deine gesammelten Zutaten aufgebraucht. Und du kannst nochmal extra Zutaten investieren, um die Mahlzeit einmalig zu verbessern. Der Eichhörnchen-Clan kann insgesamt 6 Mahlzeiten zubereiten und ein Bankett. Das Bankett of Valhöll erfordert 8 Köche und 1000 Zutaten jeweils. Nach der Fertigstellung habt ihr das Spiel aber auch gewonnen. Die anderen Mahlzeiten fokussieren sich jeweils auf eine bestimmte Sache und buffen diese. Venision und Ratatouille gibt euch Nahrung, Holz und Kronen. Die Fischsuppe gibt euch Wissen und bufft die Ankunftszeit der Dorfbewohner. Das Fischfilet erhöht die Main- und Schmiedegeschwindigkeit. Die Fleischsuppe reduziert den Konsum von Nahrung und Holz im Winter und bufft deine Speer. Die letzten beiden Gerichte buffen das Militär. Dabei verstärkt das Seafood deine Defensive und das Waldbarbecue deine Offensive. Man kann sich also gut auf das Ratatouille fokussieren, weil dir das einen guten Eco-Buff gibt. Ab 200 Ruhm bekommst du per Boot Zutaten oder deine Vorratskammer werden um 200 erhöht. Außerdem kannst du Mahlzeiten für deine Verbündeten kochen und schaltest neue Routen beim Händler frei. Ab 500 Ruhm kriegst du extra Ruhm für jeden Dorfbewohner, den du mehr hast wie dein Gegner. Die Ankunftszeit deiner Dorfbewohner ist auch pro 100 Ruhm um 5% erhöht, also kriegst du direkt einen 25% Buff. Dein Relikt Yggdrasils Root verwandelt das Gebiet, in dem es gebaut wird, in Eldritch. Die Zone breitet sich dann alle 4 Monate aus und in dem Gebiet werden deine Einheiten und Verbündete bei der Produktion gebufft. Gegnerische Einheiten haben eine Chance für 5 Sekunden die Seiten zu wechseln, dabei greifen sie sich dann gegenseitig an. Unser Plan ist es, uns so viel wie möglich auszubreiten und unsere Teammitglieder mit den Mahlzeiten zu supporten. Dafür brauchen wir also erstmal viel Nahrung und die Zutaten für die Mahlzeiten kommen mit den neuen Gebieten. Wir fangen also ganz klassisch mit der Speer, Holzfäller und Hauskombi an. Wenn wir viele neutrale Camps in der Nähe haben oder keine Teammates haben, die für uns clearen können, bauen wir eine Kaserne, um uns auszubreiten. Ansonsten bauen wir noch ein Langschiffdock und ein Nahrungsgebäude. Jetzt bauen wir ein Haus und einen Ofen, damit wir kochen können. Je nach Jahreszeit bauen wir jetzt unsere zweiten Holz- und Nahrungsgebäude. Das sage ich bewusst so, weil wir 2 Monate vor dem Winter mehr Ressourcen sammeln und das auch ausnutzen wollen. Dementsprechend wollen wir es eigentlich vermeiden, in den beiden Monaten Gebäude zu bauen, weil wir dort sehr gut Nahrung und Holz sammeln können. Ansonsten können wir jetzt eine Steinmine bauen, Silos und weitere Öfen. Zwischendurch bauen wir immer mal wieder ein Haus, damit unsere Bevölkerung nicht stagniert. Ansonsten machen wir mit einem Langschiffdock, einer Eisenmine und einer Schmiede weiter. Die Reihenfolge der Upgrades gehen wir gleich drauf ein. Im Spielverlauf wollen wir ungefähr 4 bis 5 Öfen bauen, um genug Häuser, um eine Bevölkerung von mindestens 40 zu bekommen. Im späteren Spielverlauf bauen wir auch noch weitere Kasernen, aber unser Ziel ist es, unsere Teammates mit Mahlzeiten zu versorgen, damit sie sich eine dicke Armee aufbauen können. Unser Wissensbaum unterstützt uns dabei auch direkt. Dabei wollen wir früh Cooking Mastery bekommen und unsere Mahlzeiten zu buffen. Wenn wir alleine sind und viele Camps haben zum Clearen, macht es aber auch Sinn, zuerst Kitchen Nightmare zu holen. Damit ist unser nächster Kriegsanführer kostenlos und die Ablenkzeit zum Wiederbeleben ist um 50% verkürzt. Normalerweise gehen wir aber auf Sharp Axes, gefolgt von Stockpiling, Recruitment und zum Schluss dann Cooking Mastery. Mit Stockpiling verbrauchen unsere Silos keinen Platz mehr und wir produzieren mehr Nahrung und Holz, wenn wir mehr davon im Speicher haben. Cooking Mastery verbessert die Effekte der Mahlzeiten und verringert die Nahrungskosten dafür um 20%. Je nachdem, wie es jetzt mit Eisen aussieht und ob wir schon unseren ersten Helden haben, holen wir uns jetzt erstmal Kitchen Nightmare. Danach holen wir uns Economics. Damit ist die Kronenproduktion um 10% gebufft und du kriegst während Mahlzeiten 4 Gold und 2 Zufriedenheit. Anschließend gehen wir auf Yord's Blessing, Coinage oder Shipbuilding, je nachdem was wir für ein Goldgebäude haben, holen uns ruhig Eradication
und Carpentry Mastery, um unsere Gebäude-Upgrades zu erleichtern. Unser zweites Blessing wird Baldur's Blessing. Hier wollen wir mit Stein und Eisen erstmal unsere Nahrungsgebäude upgraden. Danach natürlich die Köche und Öfen, sowie das Relikt. Das Relikt würde ich hier erst bei einer zweiten Eisenquelle holen. Ich habe auch schon gesehen, dass manche Leute es direkt holen, aber ich würde das nicht empfehlen. Das Relikt stellen wir aber gewöhnlicherweise in das Hauptgebiet, sodass es sich schön ausbreiten kann. Hier gehen wir den Guardian-Pfad, damit sich der Clan gut und effizient verteidigen kann. Mit Oversight könnt ihr neue Wachtürme bauen, welche dir zusätzlich Militärserfahrung geben. Call to Arms sendet dir alle 6 Monate Verbündete, die in deinem Gebiet für dich verteidigen. Suppressing Fire schenkt dir jährlich einen Wachturm-Upgrade und die Türme buffen deine Einheiten in der Verteidigung. Abschließend gibt dir die Fähigkeit Hold the Line, eine extra Fähigkeit für deinen Kriegsanführer. Damit kann er Barrikaden aufbauen, die dem Gegner Schaden zufügen, sobald er das Gebiet betritt. Mit der hohen Bevölkerung und den Defensiv-Buffs kann man den Eichhörnchen-Clan später auch nichts mehr antun. Also er ist wirklich so gut im Verteidigen. Also verteidigst du dich in Ruhe und kannst danach deinen Gegner mit der hohen Bevölkerung einfach überrennen. Der Eichhörnchen-Clan kann auf jeden Fall eines richtig gut. Supporten. Da liegt auch seine Stärke und das kann man mit 3 Sternen im Bereich Support auch erwarten. Darüber hinaus kann der Clan sich auch sehr gut ausbreiten und die Bevölkerung aufbauen. Eine stabile Wirtschaft sorgt auch dafür, dass du am Ende des Tages allein zurechtkommst, wo du ein Supporter bist. Trotzdem bist du alleine nicht so stark und im Early Game kannst du nicht einfach eine gute Armee aufbauen und mit anderen Clans mithalten. Das schwächt dich natürlich in den Spielmodi Free for All oder Duellen ab. Um hier mitzuhalten, musst du deinen Gegner outscalen. Eine weitere Schwäche ist die Anfälligkeit im Winter. Deine Einheiten mehr Nahrung konsumieren, kann ein gezielter Angriff dir das Leben echt hart machen. In dem Sinne würde ich gegen den Clan beispielsweise den Bären oder Rush-Clans wie den Wolf- und oder Schlangen-Clan spielen. Ratatoska ist ein sehr guter Supporter und bringt frischen Wind mit ins Spiel, weil der Clan die Festmann-Mechanik verändert. Hier kriegen Festmäler eine neue Gewichtung im Spiel und werden wichtiger, was alles sehr, sehr cool ist. In Free-for-Alls oder Duellen hat der Clan es etwas schwerer, aber in Teamplays wird der Clan echt zum Burner. Er ist fast schon ein Must-Have-Pick. Also wenn ein Team den Clan pickt und das andere nicht, ist es definitiv ein Nachteil. Ich hoffe, dir hat der Guide zum Clan des Eichhörnchens gefallen. Hier rechts findest du jetzt noch den Guide zum nächsten Clan.